willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Ich meine, wir sind bei Folge 207. Wir müssen immer noch ins Hinterland. Und zwar... Mal gucken, ob Questplatz frei ist. Mein Name noch frei. Ups. Und zwar... Wie Samson von... Ach so, nee, das können wir eh noch nicht machen. Ist noch nicht freigeschaltet. Und zwar... Nach Dalaran. Müssen wir. Ich habe überlegt, wir fahren am besten. Das war knapp. Nehmen am besten den Weg bei Eisenschmiede, weil ich glaube, der ist der kürzeste. Probieren wir unser Glück. Da müssen wir. Nee. Da. Da mit Eisenschmiede. So. Ja, ich sage euch, das war immer ganz toll, die ganzen Pre-Quests, die es so gibt. Schwarzen Tempel gibt es eigentlich für jeden Raid hier. Eine Pre, teilweise sogar für die Instanzen. Für Höhlen der Zeit 2 quasi. Ich meine, das ist der Sumpf. Ja, das ist der Sumpf. Da muss man vorhin nämlich das Hügelland, also HDZ1 machen. Ah, ganz schön verzwickt manchmal. Aber wenn man einmal so durchgeblickt hat, dann geht das. Verkaufen. Das Licht sei mit euch. Das sind wir nochmal drin. Briefe haben wir keine bekommen. Was ich schon an Flugpunkten müssen, das ist hier schon an Flugpunkten haben. Ich meine, hier Sumpfland haben wir auf jeden Fall. Wie weit höher das ist, weiß ich gar nicht, was wir noch haben. Wir haben zwar hier viel gequestet, aber. Der Pestländer. Nistgipfel. Ach, Nistgipfel können wir machen. Nistgipfel sind gut. Da müssten wir eigentlich recht schnell von da aus nach zum alten Dalaran kommen. Weil das neue ist zwar hier noch nicht drin, aber hier gibt es ja nur quasi das Dalaran. Das eine. Und mit dem Checker haben sie das ja dann noch weggepatcht. Dann ist ja das Loch. Wir dann zur fliegenden Insel quasi hier in die Mitte gemacht. Beziehungsweise hier in Nordend gibt's ja, ich meine, über der Drachenöde oder gerade so am Rand der Drachenöde ist dann Dalaran. Das war toll, dass ich das erste Mal da war. Was haben die Leute? Was haben wir gequestet? In Jotilka. Dann gab es damals noch den Erfolg. 80er auf dem Realm. Erster Kirschner auf dem Realm. Erster. Aber im Prinzip, oder wo man erster war, sein konnte. Zum Realm hast du einen Erfolg bekommen für. Oder eine Heldentat vielmehr. Hier gibt es das gar nicht. Dann erst zu Ende PC, wurden dann die Folge eingefügt und wird dann schon mehr als 50 Reitiere. Dann hast du schon ein, zwei Leute gesehen mit dem weißen, dem Albino-Drachen. Weil du musstest den ganzen Tiere nicht mehr rumschleppen. Das war Elend, sag ich euch. Wenn wir jetzt noch ein schnelles haben, tun wir das mehr auf die Bank und dann haben wir noch ein Flugtier. Lassen wir das Kleine aber drin und das Große, wenn wir das irgendwann haben. Aber haben wir schon drei in der Tasche. Da denkt man, man ist 70 und dann hört das Questen auf. Nein.
Dann geht's weiter. Wir glaube ich Burgschatten von. Hier ist es auch. Hier. Hier glaube ich. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ne, Sturmgarde ist da. Hier ist, glaube ich, das neue Gebiet, oder? Oh, ich tue mich da immer. Oder war das hier? Wo die Worgen dann nachher hinzugefügt wurden. Ja, als die Worgen kamen, wollte dann jeder Worg spielen, ne? War auch lustig. Weil Worgen. Hier die Nistgipfel. Das war toll hier. So ein, zwei Quests habe ich hier auch gerne gemacht. Ach so, man kann das nicht hier benutzen. Aber hier sind ja gar nicht draußen hier. Erst, jetzt sind wir draußen. Auch wenn es keinen Sinn macht, aber gut. So, wir müssen jetzt hier runter. Und dann kann ich euch, wenn wir dran vorbeikommen, auch den Eingang zur Kriegshimmelschlucht zeigen. Hier ist der grün alles, ne? Sieht cool aus. Aber stimmt Arbeit, die ganze Kacke zu machen. Und das ist alles computergeneriert. Das würde mir auch das ganze Grünzeug auf dem Weg erklären. Ist dann gleich ein Eis. Das Teil. Aber wo auf einmal Eis ist. So also mitten an. Wo kein Eis ist. Als Hortler musst du die hier töten. So, mal auf die Karte gucken. Ist richtig aus. Tarans Mühle. Tarans Mühle ist verschoken. Aber das wurde dann auch erst später quasi wichtig für die Schurken Tarans Mühle. Ich glaube mit Kata. Das heißt, mit Kata. Oh ja, ich habe auch viel geangelt damals. Man musste, oder hier im PC muss man ja auch noch angeln. Nach Region quasi, damit du skillen kannst. Weil du kannst nicht einfach irgendwo angeln. Das geht nicht. Man muss immer eine Angelroute haben. Ist keine Angelroute, bist du schon am dran. Was ist denn da mit einer Angelroute? Sind wir am dran? Mal gucken. Jo. Wir sind am dran, wir haben noch nicht mal eine Angelroute. So. Wir entdecken das Land. Ja, da oben ist die Kriegshimmelschlucht. Der Eingang. Ich glaube, im Klassik muss man sich wirklich anstellen. Ganz früh Klassik gab es noch gar keine BGs, da haben die das immer auf Schlachten in den Hauptstädten ausgetragen, wo oft die Server abgestürzt sind. Aber das hat man so gar nicht mehr. Hier kann man auch Sachen kaufen. Ich bin geehrt. Wie auch ein Reittier. Oder ähnliches.
Aber wie ihr seht, ist das für Stufe 55 bzw. für 60 nachher. Quasi High-End-Content für Classic. Unsere Sachen sehen auch gar nicht schlecht aus. Weil die Sachen habe ich mir auch nie zugelegt. Gab zwar ein, zwei Leute, die standen total darauf, aber nö. Und die Instanztouren für PvP sind rot, falls ihr das schon mal gesehen habt. Aus wie ganz normal, aber halt nur in rot. Dann gibt es noch grün für Raids und diese bläulichen für normale Instanzen. Ich meine grünlich oder auch bläulich für Raids. Doch, grünlich für Raids, doch stimmt. Mittlerweile sehen die wieder ein bisschen anders aus, je nachdem was man macht, dann ist auch ein Totenkopf drauf. Damals war nur so ein Totenkopf angezeichnet und jetzt mittlerweile ist ja so ein großer drauf. So, und die sind wir in Dalaran. Die Kuppel, wo ganz viele auch im Hinterhalt. Und dahinter ist nichts, ist einfach nur ein Loch. Man sieht das Loch, was man sich immer angucken kann, mittlerweile auch. So genau sieht es darunter aus. Haben wir schon irgendwie versucht, da reinzukommen mit Blinzeln oder so. Irgendwie haben wir es dann irgendwann geschafft. Aber gesagt, furchtbar tolle Sachen gibt es da nicht drin. Schönen guten Tag. So, und der schickt uns wieder nach Schatten. Yeah. Warum kriegt man nur 75 Rufe? Elendig. Achso. Hier ist auch eine Instanz, meine ich. Oder? Ne, doch nicht. Kann ich mal gucken, was das ist. Ich weiß es gar nicht. Entdeck Neues im alten Land. Jemand erinnert mich ein bisschen an den Witcher. Und wenn wir es hinbekommen, oder wenn ich dran denke mal, können wir auch mal nach Alcatraz gehen. Wo dann auch der König Varian lebt oder gefangen ist vielmehr, weil er ist ja da als Gladiator ausgebildet worden. Wir müssen aufpassen, da sind 60 Elite. Aha, eine Knollenburg. Sehr lustig. Vielleicht gehört das hier zu Questreihe für wo sind die denn 16? Untote? Okay. Untote Walks. Auch nicht schlecht, oder? Da war ich glaube noch nie. Bestimmt gehört das hier zu Questreihe entweder für Unterstadt? Ja, wohl 16 ist das. Dann gehört es bestimmt hier zum Silberwald, okay. Für die Untoten. Naja gut, porten wir uns mal wieder weg. Weil ich war nie so der Hordenspieler. Ich habe zwar ein paar Hordler mehr gemacht damals, aber so viel Spaß hatte ich, wenn ich ehrlich bin, nicht ein Horder. Aber gut. Jedem tut das eine. Darum mache ich am liebsten Spiel Allianz. Da weiß ich auch, wo alles ist. Wie gesagt, ich habe so ein paar Hordler gehabt, aber quasi nicht der Rede wert. So, ich weiß gar nicht, wo wir danach hin müssen. Ob wir dann schon in die Instanz müssen? Oh, lassen wir uns überraschen.
Sie haben einen Druiden, Flugform. So. Mal schauen, was der gute. Nee, der sagt uns das nicht. Katka. Ketka sagt es uns, genau. Schlepperin von. Okay, jetzt müssen wir die Instanz. Schön. Frage ist, wie machen wir das am besten? Oder ich gucke, wenn ich Instanzen finde, dass ich das dann aufnehme oder so. Naja, irgendwas kriegen wir schon hin. Ja. Aber nicht heroisch. Oh, da müssen wir heroisch rein. Warte, gucken. Oh, schon geguckt. Ärger mal schon. Nee, das ist falsch. Die Form wird erhaltet. Ne, steht nichts von heroisch. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, das Geheimnis von Karazhan und wie es weitergeht im normalen Questen. Mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.